Moin Moin und willkommen zu World of Tanks. Mit mir dabei der Kravum. Hallo. Hallo. So. War kurz und knackig. So. Achso, du fährst ganz woanders hin. Ich fahre ja hinter dir her. Komm mit. Nein, ich fahre hinter dir her. Dann fahren wir jetzt die ganze Zeit im Kreis. Ja, also da lang, wo ich will oder wo du willst. Ich fahre jetzt hier lang. Welche Karte ist das überhaupt? Moa. Ja, die haben wir auch nicht offen, ne? Nee. Ich war auch kurz versucht, am Anfang zu sagen, die Map hatte ich noch nie, das habe ich mir aber abgewöhnt. Was halt erregend ist. Doch einfällt, dass du sie schon mal hattest. Nee, das hat weniger damit zu tun, dass sie mir einfällt. Ich habe aber so einen Zuggefährten hier, der sagt dann immer, dach, der hat mir schon 100 Mal. Ah, okay. Und da das ja manchmal sogar stimmt. Stimmt immer. Wer ist denn da bei dir im Panzer? Niemand. Der sitzt nicht hier. Na gut, ich habe ihn doch geschont. Er sitzt hinten, aber gekriebelt. Der Markus so. Hatte letztens schon gefragt, wer da so im Hintergrund am Lachen ist. Wo sind sie hin? Ja. Das ist so, also auch wenn wir die Russen fahren, ist das manchmal so, dass da im Hintergrund noch mal einer Geräusche von sich gibt, ja, unerlaubterweise. Unerlaubterweise. Ja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe ja gelernt, wenn Adolf irgendwas tut, dann ist das in der Regel illegal. Echt? Ich sehe sie nicht mehr. Ach, hier ist ja eine Mauer. So, Fluchtkurs. Ah, ist ja gut. Ich verzieh mir. Der ging nicht durch. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich bin nicht da. Nein! Och, Mann. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Das war's für uns. Ach, das ist immer so fies, wenn so dicke Panzer vor einem stehen. Die schießen dann einmal sehr Hälfte der Lebenspunkte weg. Bewachst du die Mauer? Ja, ich kann hier spielen wie so ein, wie am ersten Tag sozusagen. Weil ich warte immer nur darauf, dass irgendeiner von den Gegnern geschossen hat und dann verziehe ich mich. Ja. Bin jetzt Burgherr. War perfekt. Jetzt bin ich Kompost. Ja. Ich glaube, ich habe einmal den Bubi getroffen, das war's. Ja, ich habe auch nur den einen T, also getroffen, aber ein paar, aber nur einmal beim T32 durchgeschlagen, das war's. Ja, da bin ich auch total überraschend jetzt mitten in die Feinde sozusagen reingefahren. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. War ich auch mit dem Gedanken, glaube ich, ganz woanders. Wo liegt denn dein Wrack? Rechts von dir, ein Stückchen weiter vorne, außerhalb der Mauern. Achso, ich dachte, du wärst schon viel weiter weggefahren. Nee. Ich bin vorgeprescht, dann bin ich wieder zurückgefahren, andersherum und dort, ja, stand ein zweiter C32. Perfekt beschrieben. Ja. Ich weiß. Ich male dir noch ein Bild dazu. Ja. Kleines Strichmännchen drauf und so weiter. Ja. Aber wenn ich dran denke, werde ich es einblenden. Okay. Ja, Svega hat früher auch mal als Navigationssystem gearbeitet. Er war die Stimme in dem Automaten, die dann gesagt hat, ah nee, das war der andere. Svega hat dann gesagt, ja, und da vorne, da musst du dann so rum, dann drehen und dann musst du noch die eine Seite und da war ich dann. Ne? So. Ja, genau. Ist aber gefeuert worden, weil die Verkaufszahlen nicht gestimmt haben. Hey. Das würde bestimmt gut gehen. Ja. Gut, keiner käme mehr ans Ziel, aber es würde bestimmt gut gehen. Eigentlich müsste man sich mal in so ein Navi reinhacken und rechts und links vertauschen von der Stimme und von dem, was angezeigt wird, ne? Ja. Und einfach mal so zwischendurch, bitte wenden Sie jetzt.
Wobei ich das Gefühl habe, mein altes Navigationssystem hatte das auch mit Absicht so installiert, dass das ab und zu gesagt wird. Kann ich mir gut vorstellen. Geil, hat vielleicht eine geil war auch, wo meine Freundin im Frankreich-Urlaub mit dem Navigationssystem durch die Stadt gefahren ist, ne? Verlassen Sie den Kreisel an der 7. Ausfahrt. Es war immer die Frage, zähle ich die, mit, bei der ich reingefahren bin, mit oder nicht? Ne? Und sie ist im Kreis gefahren und im Kreis gefahren und im Kreis gefahren. Dieses Scheißgerät! Unglaublich. Ja, es war sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Also ich könnte ja auch mal ein bisschen zeigen, wo hier noch Action ist, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja, aber so viel Action ist ja nicht mehr. Das kriege ich auch gerade mit. Wenn wir, ach, es gibt ja nur noch die M12. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, aber wir haben auch nur einen, ne? Also, ach nee. Nee, wir haben noch mehr. Ach ja, die neue Anzeige sieht ein bisschen anders aus. Ich war gerade irritiert. Du kannst auch die Steuerungstaste gedrückt halten. Oben gibt es dann die Knöpfchen und den dritten von links oder den dritten von rechts. Darfst du aussuchen. Nimm den einfach in der Mitte. Da zugucken bei dem. Ich glaube, der Uni hat ihn kaputt gefahren. Ja, das machen die ja öfter mal, ne? Unglaublich. Rücksichtslose Fahrer. Okay, also bei der Leistung haben wir es auch verdient, ganz unten zu stehen. Du bist mit deinen Ladezeiten etwas schneller als ich. Ja. Ich habe sogar weniger Schaden gemacht als du. Ja, aber wahrscheinlich was aufgedeckt oder so, ne? Ja, stimmt. Ich habe jetzt zwei Panzer aufgedeckt. Ich bin ja um die Ecke gebraust und dann standen da plötzlich Feinde. Huch, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Tja. Meinst du da vorne um die Ecke, da wo es so rumgeht? Da, wo es rumgeht, aber hinter dem Hügel vor dem anderen Hügel, da links beim Berg, am Turm, bei der Mauer, aber nicht bei der rechten Mauer, sondern bei der linken Mauer. Und davor, ne? Ja, davor, ja. Wenn du dahinter stehst. Ja. Okay, alles klar. Gut. Tschüss. Ich entschuldige dich, ich muss den Krawum neu hochfahren. So, tschüss.